Der Kenianer Eliud Kipchoge hat den Berlin-Marathon gewonnen und dabei einen neuen Weltrekord aufgestellt. Der Olympiasieger von Rio lief die 42,195 Kilometer in 2 Stunden, 1 Minute und 39 Sekunden. Für Kipchoge war es nach dem Vorjahr und 2015 sein dritter Triumph in Berlin. Er setzte damit die Dominanz der Läufer aus Ostafrika fort. Seit 1999 gab es in Berlin 15 kenianische und 5 äthiopische Siege. Auch bei den Damen jubelte Kenia. Titelverteidigerin Gladys Chirono war auch in diesem Jahr die schnellste. Ihre Siegerzeit 2 Stunden, 18 Minuten und 11 Sekunden.